Jana Palaske, sie enthüllt brutalen und versuchte Vergewaltigung. Im Dschungelcamp sorgt Jana Urkraft Palaske, 43, mit ihrer spirituellen Art derzeit für Aufsehen. Sie möchte mit ihrem Sein und Schaffen anderen Menschen und besonders Frauen Mut schenken, heißt es in ihrer Kandidatenbeschreibung. Doch hinter dem neuen Namen und dem Wunsch der Schauspielerin verbirgt sich ein traumatisches Erlebnis. Im letzten Jahr wurde Jana brutal überfallen und beinahe vergewaltigt, wie sie nun in einem Instagram-Beitrag verrät. Es sind Zeilen, die Jana Palaske bereits vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp vorbereitet haben dürfte und die kurz vor Ausstrahlung der dritten Folge von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, am 15. Januar auf Instagram veröffentlicht worden sind. Darin schildert die Männerherzendarstellerin ihre Heilreise nach dem brutalen Überfall im letzten Jahr und schreibt, ein Mann brach nachts in mein Haus ein. Überwältigte mich mit einem Messer bewaffnet, versuchte mich zu vergewaltigen. Das und wie ich überlebte, und ihn in die Flucht schlagen konnte, war ein Wunder, sick. Auch ihren unerträglichen Schmerz macht Jana sichtbar, mit Bildern, die den Verlauf der Heilung ihrer Wunden nach dem Überfall dokumentieren. Ihre innere Heilung möchte die Sängerin ebenfalls nach außen kehren und erklärt, so war dieses Erlebnis, so schrecklich es initial war, am Ende für mich eine Segnung. Eine Initiation, wie ein Test, den ich bestehen durfte, um in ein neues Kapitel meines Lebens zu treten. Und daher trage ich nun den Namen Jana Urkraft. Denn wenn Frau einmal so um ihr Leben gekämpft hat, ist sie nicht mehr dieselbe, sick? Anführungszeichen. Mit dieser schrecklichen Tat geht Jana Palaske auch an die Öffentlichkeit, um anderen Betroffenen zu helfen. Ich möchte die Wunde eher foundation gründen, um Opfer von Gewaltübergriffen zu supporten. Schreibt sie weiter. Das erfüge sie dafür an das Wort Wunde, wodurch das neue Wort Wunder entstehe, ihr Wunder der Heilung. Verwendete Quelle, Instagram.com.